en welkom terug bij een nieuwe video vanuit Europa Park. Wij zijn vandaag in alle vroegte voor jullie opgestaan om een video te maken over de grootste jongen van Europa Park. En dan hebben we het natuurlijk over het schatje hier naast mij, de Zilverstaar. Ich heiße Walter Thierry, bin aus Frankreich und schaffe an der Achterbahn. Wenn wir herkommen, kontrollieren wir jeden Morgen die Züge. Da werden die Räder kontrolliert, die Bremse kontrolliert. Eine Wartungsrunde dauert ungefähr 2 Stunden. Und wenn die Züge im Wartungsraum stehen, stehen sie nicht auf einem Track. Wieso ist das? Die sind von den Rädern weg, dass man die Räder kontrollieren kann, dass kein Lagerschaden ist und eben man die ganze Bewegung kann durchführen und wieder zu schwer ist. Ein Zug hat ja 12 Tonnen und wenn er zu lange auf der Räder steht, drückt es die Räder flach und ist halt nicht mehr rund und bremst. Die Züge wären abends reingestellt und morgens wieder raus und da haben wir ja eine Weiche, kann man rüberfahren, haben wir Halle 1, Halle 2, Halle 3 und jeder Zug hat eine Nummer und da war immer in die Nummerreihe werden reingestellt, dass man morgen kontrollieren kann. Die Züge werden gewärmt über die Nacht, dass die Lager warm bleiben und dass er morgen wieder Geschwindigkeit kriegt. Der Achterbahn heißt Zilverstaar. Woher kommt der Name von? Ja, der Name ist tatsächlich aus einem Kreativprozess entstanden der Familie Mack mit Mercedes-Benz. Und der Name kommt ursprünglich aus dem Rennsport. Zilverstaar, ein berühmter Rennwagen. Und wir haben uns gedacht, diesen Namen könnte man schön adaptieren hier für diese Achterbahn. Weil es geht um Geschwindigkeit, es geht um Spaß, es geht um so ein bisschen Extremsportfeeling und dazu passt es ganz gut. Und du hast es gesagt, wir haben das Partnerschaft mit Mercedes und ich glaube, dass wir auch ein Expo haben. Ja genau, wir haben eine Expo und dieses Jahr was ganz Besonderes. Wir haben ein G-Modell unten, das ist mittlerweile ein Geländewagen, der seit 30 Jahren genau in der gleichen Karosserie gebaut wird und viele weitere Safety-Car unten, sehr, sehr spannend. Jedes Jahr kommt eine neue Ausstellung von Mercedes und die wird mit uns dann entsprechend abgestimmt. Sie haben in 2002 geöffnet, Zilverstaar, und das war Welts erster Hypercoaster. Was meint das für Europa Park? Ja, für uns war das ein ganz besonderer Schritt, weil Europa Park ist normal ein Familienpark und davor haben wir Fahrgeschäfte gemacht, die jeder in der Familie fahren kann. Und somit war das mit dem Hypercoaster Zilverstaar ein Schritt in schon eine neue Ära, kann man sagen, für den Europapark. Und dann kam ja auch mit Blue Fire nochmal die Looping-Achterbahn, auch was ganz Neues für uns. Aber wie gesagt, ein Schritt in die junge, neue Richtung vom Europapark. Ja, aber normalerweise ist Europapark ein Showcase vom Mack, aber das ist kein Mack-Achterbahn. Warum haben Sie eine andere Achterbahn ausgesucht? Gut, die Branche der Achterbahnhersteller ist relativ klein. Es ist ein weltweites Geschäft und wir haben damals nicht die Kapazität gehabt, eine solche Bahn zu bauen. Wir waren spezialisiert auf Wasserfahrgeschäfte zur Jahrtausendwende und haben gesagt, wir wollen in Partnerschaft mit B&M diesen Coaster bauen und haben bei der Konstruktion sehr stark mitgewirkt. Aber die Abarbeitungskapazität hätte uns damals mehrere Jahre gekostet. Und B&M hatte die Logistik damals, das direkt so rauszubringen. Heute ist es für Mack Rides kein Problem von der Kapazität. Wir haben technisch aufgerüstet in Waldkirch und Fertigungsmechanismen dort eingebaut, die es uns ermöglichen würden, so eine Bahn heute auch zu bauen. Als je ziet, de Zilverstaar draait op volle toeren en daarmee is voor ons een einde gekomen aan deze video. Ik hoop dat jullie genoten hebben en zie jullie graag de volgende keer terug. Maar niet voordat jullie gekeken hebben naar een ritje in Zilverstaar met mij. Tot ziens!